Marc, wärst du so cool und besorgst mal ein irgendwas, worauf du was? Egal, ich nehme alles. Hauptsache groß und die Zeit läuft, ne? Willkommen zurück bei Mozart Car Classics und gestern war der erste Tag, wo der Michael sich tatsächlich rangewagt hat und hier im Motorraum Teile auseinandergenommen hat. Er erklärt euch auch gleich nochmal im Detail, was er rausgenommen hat, was er mit den Teilen dann gemacht hat und wie die sich verändert haben. Ich habe gestern bestimmt 5-mal versucht, mit Bremsenreiniger diese Leitung zu spülen. Sowohl erst mit einer kleinen Pumpflasche, dann habe ich mir eine normale Druckflasche genommen, die kennt ihr ja auch, zum Sprühen im Bremsenreiniger. Und am Ende wollte ich sogar noch einen Kompressor da durchjagen. Es hat sich nichts in dieser Leitung getan. Ich habe erst gedacht, dass die Leitungen komplett von innen zerrostet waren und dass deswegen nichts mehr geht. Was aber wirklich das Problem war, ist, dass der Kraftstoff oder ich sag mal generell der Inhalt in der Leitung so stark verklebt war, der hat so stark geharzt, dass es wirklich nur noch Brösel waren. Es waren pappfeste Brösel, die hier überall drin hingen. Wir haben natürlich jetzt das Ultraschallgerät, wir haben es dann alles da reingelegt. Erstmal 20 Minuten wieder rausgeholt, geguckt, ob es funktioniert. Die 20 Minuten haben leider erstmal nichts gebracht. Wir haben es dann nochmal 40 Minuten reingetan. Und erst nach diesen 40 Minuten plus die 20 vorher war die Leitung erst frei. Zum KE-Top, wir haben ja hier noch die Steuerscheibe. Normalerweise kann man die, wenn der Druck ja sowieso, nach 20 Jahren sollte sowieso eigentlich kein Druck mehr in der Anlage sein, kann man die ein bisschen bewegen. Wir haben dann beim Ausbau festgestellt, dass sich, oder generell bei der ersten Besichtigung, dass sich diese Scheibe kein bisschen mehr bewegt hat, wirklich, nicht einen Nanomillimeter. Die war so bombenfest, es war einfach nur noch ein Bauteil. Wenn man die Scheibe nach unten bewegt, ist sozusagen eine Hebelwirkung von einem Arm, der drückt einen Kolben in den Mengenteiler hinein. Und dann ist es klar, der Kolben komplett mit Anlage ist auch verharzt, so wie die Leitungen. Ich habe es dann wieder so gemacht, ich habe ein Reinigungsmittel in den Mengenteiler eingesprüht, habe den erstmal stehen lassen eine Nacht, habe dann gemerkt, ganz leichte Bewegung ist möglich, den Reiniger nochmal durchgespült, dann wieder einen neuen Reiniger reingesetzt und jetzt nach, ich glaube ungefähr doch 2 Tage stand jetzt der Mengenteiler an sich und nach 2 Tagen endlich nachspülen und, können wir die Scheibe endlich wieder bewegen. Ich hoffe natürlich, dass der Mengenteiler jetzt wieder funktioniert. Ansonsten müssen wir halt, wie ich sagte, das Ding überholen. Runter, auseinanderschrauben. Dafür gibt es einen Überholsatz komplett noch zu kaufen. Das ist gut. Fertig machen, wieder draufschrauben. Dann solche Sachen wie Kaltstartventil zum Beispiel auch. Ob das Ventil jetzt noch funktioniert, werden wir dann sehen. Ich habe es natürlich auch erstmal einmal eingelegt, gereinigt. Und das Gleiche gilt natürlich komplett für sämtliche Bauteile der Anlage. Hier war das Problem, ich habe die Leitung abgeschraubt und hatte wie so einen kleinen Zahnstocher, konnte ich das richtig schön abbröseln da dran. Ich hoffe auch, dass hier, dass der Reiniger gute Arbeit geleistet hat, wenn nicht. Man kann es noch kaufen, man kann es aber auch überholen lassen. Ich hoffe natürlich, dass wir Glück hatten und das ganze Ventil noch läuft. Hier sieht man halt noch ein bisschen Schmutz. Da werde ich dann nochmal mit der Bürste rangehen und das komplett mit Hand säubern, ordentlich. Das sind natürlich noch die Halter von den Einspritzdüsen. Gut, sowas zu reinigen ist natürlich jetzt kein Hexenwerk. Wir haben es mit reingeschmissen, ist schön sauber geworden, sieht gut aus. Macht sich natürlich, wenn wir den Motor später Trockeneis gestrahlt haben, also wenn wir mit dem fertig sind. Schönes Gesamtbild, sagen wir mal so. Schrauben natürlich auch, die werde ich nochmal rangehen müssen, nochmal komplett reinigen. Ich bin ja schon mal froh, dass wir wenigstens die Mercedes leichte Bronze Kupferfärbung mit dem Goldstich noch haben, weil manche Bauteile, man sieht das hier, hier ist es leider so stark am Rosten schon gewesen. Ja, die Verfärbung ist weg, also ich sag mal, die künstliche Verfärbung ist weg. Und man merkt es auch mit der Hand, das ist schon so schwergängig und vergammelt. Ich möchte gerne fast einen Neuwagenzustand haben und das ist mit solchen Bauteilen für mich absolut nicht möglich. Aber geil ist halt, so wie es jetzt bisher aussieht, schafft man das fast ausschließlich mit Originalteilen. Also bis jetzt auf jeden Fall. Wir haben bis jetzt natürlich die komplette Kraftstoffanlage demontiert, wir haben Pumpe runter, wir haben Filter runter, Tank ist gleich an der Reihe. Ich hoffe natürlich, dass der Tank noch was Gutes mit sich bringt. Sollte er es nicht tun, wir haben natürlich schon einen Ersatztank besorgt, gucken, dass wir den alten noch überholen können, weil man muss ja nicht alles, ich sag mal, wegschmeißen. Was den Motor betrifft, hatte ich ja gesagt, dass er einen starken Ölverlust hatte. Ich habe mich ein bisschen geirrt. Es war zwar Öl, aber irgendjemand hat mal anscheinend beim Öl nachfüllen das Öl nicht in den Motor reingefüllt, sondern genau mitten in die Ansaugspinne hat er das Öl reingekippt. Also wirklich, ich habe weiter geschaut. Überall liegt komplett angeschmiertes, vergammeltes Öl. Die Ventildeckel sind nur undicht, ist ja eine Kleinigkeit, aber Kopfdichtung ist dicht, das war für mich wichtig. Ölwanddichtung unterhalb, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten, das hatten wir ja schon mal, machen wir fertig. Und dann hoffe ich, dass wir den Motor, wenn hier wieder alles sauber funktioniert, wenn wir alles sauber eingestellt haben, dass der Wagen dir nicht läuft.
Zurück von den Komponenten der Einspritzanlage, die ihr gerade gesehen habt, sind wir jetzt nochmal eben am Motor. Klar, wir haben natürlich schon eine Menge runtergebaut. Die Behälter für Kühlwasser und Scheibenreinigungswasser habe ich abmontiert, weil die mir einfach im Weg waren. Hier an der Seite hat er ein bisschen Öl an der Ventildeckeldichtung, was jetzt eigentlich nichts Wildes ist. Die machen wir natürlich trotzdem neu, weil schöner, sauberer Motor soll ja nicht wieder schwitzen. Ich hätte ja erst gedacht, dass er undicht ist, unten in der Zylinderkopfdichtung auf beiden Seiten. Dann habe ich aber gesehen, ich glaube, man sieht es nicht perfekt auf der Kamera, dass irgendjemand hier mal Öl nachgefüllt hat. Das Öl ist hier runtergeflossen unter die Ansaugspindel und hat sich dann schön verteilt und ist auf beiden Seiten runtergeflossen. Wo ich halt zuerst gedacht hätte, das wäre wirklich die Zylinderkopfdichtung. Nochmal Glück gehabt, es sind nur die Ventildeckel, die undicht sind. Was den Rest der Anlage betrifft, natürlich oder komplett vom Motor. Ein paar brüchige Kabel habe ich gefunden, also die Isolierung ist im Arsch. Der Klassiker natürlich, klar, Unterdruckleitungen sind so porös, dass ich öfters Probleme hatte, was abzumontieren, weil ich diese Leitungen kaum noch bewegen konnte. Die kommen einfach alle komplett dann neu, weil das hat keinen Sinn mehr, die sind einfach zu alt. Was die poröse Isolierung betrifft von manchen Kabeln, da muss ich gucken. Soweit ich weiß, gab es nämlich noch einen Repro-Hersteller, der sowas anfertigt. Weil hier Gummiteile nur auszutauschen oder mit Band zu verbessern, ja, hier sieht man es, hier wurde es schon einmal gemacht. Bin ich jetzt verwirrt? Nee, ich habe mich verguckt, sorry, ich dachte gerade wegen der Pressung hier. Ist, weiß ich nicht, gehört sich nicht, ist nicht schön gemacht worden. Wir bauen gleich noch Viskolüfter aus, Kühler und was dazugehört, weil, wie man hier auch sieht, Oxidation ist da. Das möchte ich gerne entfernen. Der Kühler kam mal neu. Leider sieht man hier, hat er angefangen. Hier geht der Lack ab, hier geht er ab. Hier vorne hat das nicht alles so ganz gehalten, wie es soll. Den baue ich nochmal aus, den beschichte ich von außen nochmal neu, dass es wieder vernünftig aussieht. Und dann müssen wir mal gucken. Träger für die Lichtmaschine. Servopumpenaggregat sieht man auch, ist von außen verschmutzt, dreckig oxidiert. Ich hoffe mal, dass man das mit Trockeneis alles wieder sauber bekommt, sprich den kompletten Motorraum. Sollte das nicht der Fall sein, bauen wir das alles komplett aus und dann schauen wir mal, ob wir das mit der Hand wieder sauber bekommen. Oder falls es überhaupt noch funktioniert, das ist der nächste Punkt. Da das Auto ja 20 Jahre stand, wissen wir leider nicht, ob der Wagen lief oder generell, ob er noch läuft, weil die Benzinpumpe war defekt, das ist die Info, die wir hatten. Da wir nicht wissen, ob er läuft, gucken wir erstmal, dass wir nur Zündung überholen, Einspritzung überholen, ein paar Kleinigkeiten. Wenn der Motor dann sauber und vernünftig läuft, machen wir den kompletten Rest. Sollte er nicht anspringen, widerwillig ein paar Probleme machen, müssen wir schauen, woran es liegt. Aber das komplette Finish-Programm, auch von außen, mit allem, was dazugehört, werdet ihr erst am Ende sehen. Weil alles vorher zu machen und dann da zu stehen, den Wagen zu starten und nichts passiert, ist, glaube ich, nicht das, was wir unbedingt möchten. Wir nehmen jetzt eben die Ventildeckel ab, machen die Ventildeckeldichtung neu. Wenn wir schon dabei sind, ist das Gute, können wir nochmal einen Blick auf die Nockenwellen werfen. Ich meine, der Motor ist nicht davon betroffen, dass sie einlaufen. Das war ja mehr einmal 103, gerade 260 und 3 Liter. Und dann machen wir die Dichtung neu. Jetzt gehen wir unter das Auto, Pumpe raus, Filter raus. Die Kraftstoffleitung müssen wir natürlich auch nochmal genau begutachten und spülen, weil ich denke mal, die werden genauso verklebt sein wie der ganze Rest. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an abzubauen. Mir wurde versichert, dass hier kein Benzin mehr drin ist. Ich hoffe natürlich auch, dass die Versicherung stimmt und ich nicht gleich in über 20 Jahre altem Benzin bade. Weil ich glaube, den Geruch werde ich mein Leben lang nicht mehr abkriegen. Und David, wollen wir wieder Wetten abschließen? Was sagst du, wie alt ist der Benzinfilter bei dem? Sagen wir 20. 20? Dann wäre ja vor der Stillung noch gewechselt worden. Ich sag, der ist 35 Jahre alt. Wir machen jetzt noch eben die Kunststoffverkleidung ab. Jetzt müsste noch eine Schraube sein, richtig da oben, die in der Ecke. Das ist natürlich auch sehr schön montiert wieder vom Mercedes. Wobei ich wirklich sagen muss, an Mercedes zu arbeiten oder ich sag mal was zu schrauben, zu reparieren, egal um was es geht, ist echt immer noch eine sehr angenehme Arbeit. Also es gibt wirklich Marken, also wer auch mal wirklich jetzt mal nicht nur Mercedes zugange war, wer das jetzt hier sieht oder auch mal an Fremdmarken gearbeitet hat, Mercedes macht es einem eigentlich schon recht leicht. Also wirklich katastrophal für mich ist leider wirklich viele Modelle von Audi und Co. Da ist das hier schon wirklich sehr angenehm gegen. Und das ist natürlich auch mal erfreulich, dass die Schraube schon halb ab ist. Ja, das war also eine Lüge. Der ist nicht leer und das Benzin riecht sowas von.
langweilig, aber wie ich sehe, kommt der Marc gerade an. Marc, ich habe mal eine kurze Frage an dich. Du hast mal gesagt, der Wagen hätte kein Benzin mehr. Ist das richtig? Das war gelogen. Sorry, schwarzes Benzin. Nein, nein, hörst du die Krümmel? Geil, oder? Ist das eher gut oder scheiße, dass da noch Benzin drin war? Ja, ich sag mal so, dann kann der Tank ja zumindest nicht rosten. Wenn, wenn er voll wäre, was jetzt echt scheiße wäre, weil hier passt. Wäre ein Problem. Ich glaube nicht, dass er voll ist. Marc, wärst du so cool und besorgst mal ein irgendwas? Worauf du noch hast? Egal, ich nehme alles. Hauptsache groß und. Jetzt. Also, die Zeit läuft, ne? Okay. Wird schwierig. Sie läuft schneller. Also ich muss hier leider mit dem Boy stehen, ne? Also. Ja, Michael, hätte man noch eher drauf kommen können, den Tank leer zu pumpen, ne? Aber angeblich ist die Karre ja leer. Wie leer die ist, sehe ich gerade. Wenig leer, also voll quasi. Läuft immer noch ganz gut. Da kommt er, der Mann der Stunde. Machen wir mal einen fliegenden Wechsel eben schnell. Zum Markt. Moment. Jetzt. Genau die Musik bitte drunter legen, wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde stehen. Wir haben übrigens Wetten abgeschlossen, wie alt der Benzinfilter ist. Ich habe auf knapp 30, also 35, 30 Jahre getippt. Was ist deine Meinung? Na gut, der Wagen war ja bei einer großen Inspektion 1998. Nee, 97 sogar. Ja, dann. Halt, ich hab doch Checkheft. Wann warst du da? 97? Welches Jahr haben wir? Es ist nicht so lange her. Nein. Kommt halt mal vor, wenn so ein Auto in der Garage steht, ne? Man vergisst das ja mal ein Jahr über, ne? Dann kommt da mal was zwischen. Und so ein halbes Leben später. Na, stinkt, Jungs, ne? Hey, komm, ich stehe schon den ganzen Tag hier drin und. Ich wollte gerade sagen, ich lebe noch. Wenn ich morgen nicht mehr atme, wisst ihr warum? Corona, an dich geht er nicht mehr. Nein, Corona haut ab, wenn die das Zeug riecht, ey. Boah. Ja. So geht's mir auch immer nach dem Saufen. Echt? Du sollst mal zum Arzt gehen bei so einer Blase. Meier nur. Ich meine, wir haben ja jetzt sowieso ein bisschen Zeit und wir sind ja jetzt bestimmt noch eine Woche beschäftigt, bis das leer gelaufen ist. Was ich aber erstaunlich finde, ist, dass das sicherlich auf jeden Fall die erste Pumpe noch ist. Weil, und sogar die Sticker noch dran sind, das finde ich auch geil hier. Von der Folie ist nicht mehr so viel über. Du musst dir vorstellen, die Folie lag früher um der Pumpe rum. Und eine ganz dünne Schicht war das, die war angeklebt. Die löst sich hier ein bisschen auf. Kann natürlich sein, dass mal jemand die verschoben hat, wo er versucht hat, den Filter zu wechseln. Hier sieht man auch Schläge. Ich weiß nicht, warum man eine Pumpe schlägt, aber irgendjemand hatte, mochte die Pumpe wahrscheinlich nicht. Gut, das hier wird uns ja noch bestimmt eine Weile beschäftigen. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, der ist leer. Als du das Fahrzeug abgestellt hast, hast du das vollgetankt? Ja, aber der war zwischendurch, war der nach 10 Jahren
mal bei dieser Oldtimer-Garage inspiziert worden. Und ich glaube, da haben die dann, weil sie wussten, steht 10 Jahre, haben sie das Benzin abgelassen, neues reingefüllt. Aber dass sie so viel reingefüllt haben, wusste ich nicht. Dann haben sie den Teil voll gemacht, weil nur ein voller Tank rostet nicht. Und das Einzige, was uns hier gerade schützt, dass das Benzin nicht voll rausfließt, ist halt das Ventil nur. Das heißt, ich hole nochmal einen. Das ist ein 5-0er, der große, du hast 90 Liter. Ich wollte gerade sagen, 95 Liter hast du. Also, ich habe zwar keine Uhr, aber ich glaube mal. Nee, aber die haben mir das auf die Rechnung geschrieben, das Ventil. Das war kein voller Tank. Nein. Naja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Wäre natürlich ein Geschenk des Himmels, wenn der Tank nicht verrostet wäre. Das wäre wirklich gut. Also wenn sie voll getankt haben, klar, kann er natürlich erstmal nicht rosten von ihnen. Haben sie natürlich halb voll getankt nur. Auch dieser Ethanolanteil. Der kann auch nicht zur Korrosion führen. Da müsste es auch noch länger stehen. Viel, viel länger. 20, 10 Jahre reicht nicht. Und so wie wir ja wissen, war das Auto ja auch in der trockenen Garage. Ich meine, der Karosserie spricht ja für sich für eine trockene Garage. Mhm. Weil wenn die Garage nur leicht feucht gewesen wäre, ich meine, jeder, der da draußen ein SLC hat oder ein 116er, ich sag mal ein Fahrzeug aus der Zeit, weiß ganz genau, Feuchtigkeit, Wasser, es reicht ja auch schon im Grunde ein paar Regentropfen auf dem Dach öfters hintereinander und schon ist die Karre durch. Ja, ist bitter, dass man das so sagen muss, aber die Karre ist danach durch. Und gerade SLC-Bauweise mit der Front komplett vorne mit dem Rahmen, jeder weiß, wie schnell die rosten. Auch unendlich viel Hohlräume in der Wagen. Ja, das ist nicht so einfach. Deswegen, das Exemplar ist wirklich verdammt gut. Wenn man den Trockeneisstrahl von unten noch zusätzlich, wenn man hier ein bisschen was gemacht hat, ich glaube, dann sieht dieses Auto echt museumsreif aus. Wie der Innenraum natürlich aussieht, kann ich noch nichts zu sagen. Das ist Marc sein Gebiet, nicht meins. Aber ich hoffe, der Wagen sieht dann von innen genauso gut aus wie von außen. Ja. Was denn? Weg damit. Ist jetzt gut genug durchgespült. Ich wollte gerade sagen, der Dreck ist auf jeden Fall raus, der alte. Genau. Weil wenn man da mal... Ultraschall. Kannst du das Auto einfach rein. Ja. Ultraschall. Ich weiß nicht, ob man das sieht gleich im Eimer. Du kannst... Ja, das steht ja noch hier. Also das Benzin, was wir da rausgeholt haben, das ist... So, jetzt halt den Eimer. Jetzt kann es richtig Power geben. Okay. Kannst du gleich drüben in die Garage rein und noch den anderen Eimer holen. Nee. Okay, das sind nur noch die richtigen Reste aus dem Tank. Das ist nicht mehr viel. Was haben wir? 10 Liter. Den Eimer gleich vielleicht noch. Ah, 13, 14 Liter. Also Reserve. Bei dem Säufer. Genau, das reinrieseln. Während er rieselt, können wir natürlich die Pumpe und den Filter schon mal ausbauen. Der ist auch nicht der erste, hier steht Made in Germany, nicht Made in West Germany, die wurde auch schon mal getauscht. Gut, bevor wir jetzt die neue Pumpe samt Filter und den Schläuchen einbauen, lassen wir den Wagen jetzt mal wirklich abtropfen komplett, weil ich habe eigentlich wenig Lust, jetzt während fließendes Benzin nämlich Schläuche zu tauschen, das ist Satz mit X, dann ist es vorstellig nicht wichtig. Wir lassen es ablaufen und wenn alles wieder trocken ist, würde ich sagen, bauen wir alles ein und dann sehen wir uns wieder.